Nach und nach werdet ihr wieder wach. Ihr liegt in den Gefängnissen der Wurzelkaiserin und um euch herum pumpt und schlägt das Herz der Arche. Die zahlreichen Käfer, die auch hier umherkrabbeln, und wenn Abelmir und Jalan nach einiger Zeit wieder wach werden, Abelmir dann irgendwann durch die Schmerzen, die in seinem gesamten Körper strahlen, Jalan einfach durch den widerlichen Gestank, dann fühlt es sich fast wieder an wie in der Heimat, wie zu Hause auf der Gezeitenspinne. Aber das ist schon viele Jahre her. Die anderen ungewohnt. Um euch herum könnt ihr noch andere Menschen erkennen, die abgemagert in der Ecke sitzen und maraskanisch aussehen. So kommt ihr wieder zu euch. Frage zum Verständnis. Hier drin ist Luft, ja? Hier drin Oder ist Luft. Wasser? Ja, hier Okay. drin ist Luft und auch an die Kiemen atmen. Ihr habt die Kiemen zwar noch, aber ihr könnt atmen, auch wenn sich die Luft hier drin eklig anfühlt. Oh, aber mehr. Seid ihr bei Sinnen? Ja, krass so. Was ist geschehen? Nun, zumindest bei uns tauchte ein Magier auf. Erinnert er sich? Ich weiß nicht mehr. Ist nicht so wichtig. Er hat das Wasser erstarren lassen, der Bastard. Einen ganzen Raum voll, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Steuerpool gesehen, die Tümpel. Irgendwie hat mich dieser verdammte Zauber erwischt. Euch auch. Und auf der Habenseite steht, wir konnten den Großteil der Niere kappen. Ich nehme an, die Wurzelkaiserin wird sich zweimal überlegen müssen, was sie in Zukunft tut. Zumindest bis sie neue Nieren besorgen können. Wir sollten also Sorge tragen, dass wir nicht als eben solche enden. Bruderschwester. Jalan? Kottmas, seid ihr das? Ha, das Leben ist schön, Bruderschwester. Euch hier zu sehen. Im Inneren eines Ungeschaffenen. Wie ich die Afaias hasse. Und seht es so, man muss in sie hinein, bevor man sie töten kann. Das habe ich mir wahrlich anders vorgestellt. Wir haben sie euch gekriegt. Wir lagen über dem Schiff dieses Bornländers. Da griff die Seeschlange an. Meine Tigern von Maraskan ist zerstört. Ja, Und euch? wir haben das Maul erstürmt, die Niere zum größten Teil gekappt und dann kam dieser Magier herbei. Wusstet ihr denn, wo sind wir denn hier? Schon in der Wurzelkaiserin, aber woher wusstet ihr, wo sie ist? Nun, wir entdeckten sie, als wir nach Chivins Thron suchten. Wir haben das Wrack gesehen und sind hinuntergetaucht. Tja. Wir befinden uns derzeit auf dem Meeresgrund, wenn wir uns nicht bewegt haben. Habe ich mir schon gedacht. Die Wurzelkaiserin läuft nur auf dem Grund. Ah, die Welt ist schön. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass wir erst später wiedergeboren werden. Ich habe noch so viele Aufgaben. Also Zum Glück, gut. wir können uns nicht aussuchen, was die Richter uns auftragen zu vollstrecken. Ah, die Emma? Richter. So. Der Magi hat behauptet, wir kämen zu spät. Sie wären gekommen, um herauszufinden, wo. Ihr erinnert euch an die Vision, die mir die Schildkröte sandte. Wo er auf dem Meeresgrund liegt. Angeblich kamen sie hierher, um das von Chalven zu erfahren. Aber ich möchte seinen Worten nicht glauben. Seht es doch so. Wenn Sie wirklich schon wüssten, was Sie gekommen sind, um zu erfahren, warum würden Sie dann noch so fleißig diese Perlen oder was es war, diese Erinnerungen an Bord tragen, wie wir sie gesehen haben? Ich Wir haben denke auch. ein Ritual vor. Wir waren hier, nicht alle sind von uns gestorben. Unsere Hohen Chorpriesterin, die haben sie mitgenommen. Sie sagten etwas von einem Opfer zum Aktivieren. Aber bisher ist nichts passiert. Dann besteht. Ich glaube, sie hat den Kreis beschritten. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Wenn noch nichts passiert ist. Was Aber erst meint ihr? einmal. Was Ich meint ihr? glaube Sie uns. hat den Kreis beschritten. Boron nimmt, Zar gibt. Ja, Maßkanne.
Wahrscheinlich wird sie wiedergeboren werden. Hey, Rafim, bist du wach? Ja. Siehst wirklich nicht gut aus. Was hatte ich so mitgenommen? Holz. Dieses also, Gefühl. Arme, was weiß ich denn? Mitten durch diese Arche geschliffen zu werden, hat mich auch ein wenig erwischt. Aber so schlimm. Da war ich schon ohnmächtig. Ich dachte eigentlich, sterb da vorne. Ihr seht aus wie Eldan Gorbas, nachdem er damals vor Nersand Bekanntschaft mit ein paar Seilen gemacht hat. Also. Das verstehe ich jetzt nicht. Amüsante Geschichte, aber vielleicht ist die für ein anderes Mal. Avelmir kann euch das aus erster Hand erzählen. Ich würde es vorziehen, den Mantel des Schweigens darüber zu bewahren. Dann tun wir dies vorerst und sehen uns stattdessen um, wie wir herauskommen. Habt ihr Tränke, hier Heiltränke vom Katzelzintianer eingepackt? Jetzt achte ich erst drauf und taste mich mal ab. Haben wir unsere Sachen noch? Das kommt darauf an, wie ihr transportiert worden seid. Durch den Druck sind auf alle Fälle Glasflaschen und Fionen zerbrochen und zerborsten. Ich nehme an, Kanazihana wusste, dass wir unter Wasser wollen und hat das Metallfiolen mitgegeben. Die können auch zerdrückt worden sein, das musst du erst entscheiden, aber. Ich weiß nicht, wo dieses Meme herkommt, dass man wertvolle Tränke in Glasflaschen transportiert. War noch nie für niemanden eine gute Idee. Okay, er ist ein herausragender Alchemist gegeben. Gut, dann. Die können natürlich auch zerdrückt worden sein, aber dann hätte es uns vermutlich auch zerdrückt. I don't know. Ja, du guckst dir Rafim an, seine Knochen sind auf alle Fälle okay. Gebrochen und die von Abelmir sind auch gebrochen. Gut, dann nimmt Zulamin ihren Haltschrank und geht zu Rafim rüber. Hier, der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber wir brauchen euch. Ja. Ihr wart in der Morgrotte, als das Wasser ablief. Habt ihr euer Purpurwasser noch? Ich glaube schon. Ja, hier ist es. Hervorragend. Mit diesem gebrochenen Arm komme ich aber nicht allzu weit, fürchte ich. Vielleicht kann der Heiltrank euch ja helfen. Oder habt ihr nicht einen Zaubertrick dafür auf Lager? Jetzt die Frage. Wir hatten es vorher, nicht angesagt, dass wir uns auf so eine Sache mitnehmen, meines Wissens nach. Also wir haben alle reingeschrieben, was wir mitnehmen. Also ich habe auch den Heiltrank angesagt. Also der kommt nicht aus dem Nichts. Das ist ein C-Heiltrank. Ich hatte den auch angesagt, aber den Kanazidianer üblichen D-Heiltrank. Ja, ich trage keine Heiltränke bei mir und würfe meine Selbstbeherrschung, ob ich überhaupt einen Heiltrank trinken will. Geht das gegen den Morakodex als Korgewalter? Oder zählt das nicht als magische Heilung, weil es hier nur so semi-magisch ist? Ich mache auch eine Überreden überzeugend, deswegen ja das Argument, er muss noch kämpfen. Ja, im Prinzip ist es nicht verboten, solange du danach halt weiter kämpfen willst, aber gern gesehen ist es trotzdem nicht. Ja, dann würfel mal hier überzeugen, das schaffe ich eh nicht. In der 8er Selbstbeherrschung vermutlich nicht. Meiner unfassbaren -1 bei der Menschenkenntnis vermutlich. Das ist echt ein überragend schlechter Wurf. Ja, gut, dankeschön. Wie viel macht der Heiltrank? Nee, macht 2W6 plus 4. 2W6 plus 4. Das sind 9. Und schließe ich auf eine Wunde. Habe ich nur noch 2. Zulamin lächelt verführerisch und meint, guckt nicht so. Wenn sie sieht, dass Rafim nicht so zufrieden aussieht mit Heiltrank. Ja, hoffentlich bleiben die Narben trotzdem. Das ist kein sehr guter Heiltrank. Nur genug, um weiterzukämpfen. Das kann der Setiana nicht hören. Ja, was machen wir jetzt überhaupt? Durch die Wände kommen wir nicht, das habe ich schon probiert. Nun, wo geht es denn dort drüben hin? Das sieht nicht verschlossen aus. Ich schaue mich mal dann hier rüber in diesen Durchgang und schau mal durch. Ja, also wie gesagt, es ist alles eine Zelle, so wie sie auch bei euch war. Gewachsene Gitter aus Kernholz. Du kannst da durch den sehr engen Wurzelkragen hindurchgehen. Wand an Wand schiebt sich da durch. Und um dich herum krabbeln noch ein paar Asseln oder Käfer. Und dahinter findest du nur einen weiteren Raum, der leer ist. Bevor wir einen Weg hier raussuchen, waren wir nicht noch einer mehr? War da nicht noch diese Frau, Avi,
Ich habe mir ihren Namen nicht gemerkt. Aviana? Avianda? Avianda. Sie sagten doch, dass sie uns opfern wollten, weil wir Geweihte sind. Meint ihr, sie haben Avianda schon zum Ritualplatz gebracht? Warum Avianda und uns nicht? Naja, vermutlich töten sie uns einer nach dem anderen. Also ist Avianda vermutlich schon tot. Eine Maraskanerin haben sie doch auch mitgenommen. Ja, richtig, Bruder, Schwester, eine Ruhen Grohrpriesterin. Nun, dann müssen wir uns umso mehr beeilen. Ja, aber habt ihr jemals ein Wunder von einem Ruhen Grohrpriester gesehen? Nicht der Zeitpunkt, Solamin. Nicht der Zeitpunkt. Na gut, na gut. Was wollt ihr damit sagen? Dass wir jetzt hier herauskommen müssen. Hat. Ich habe zahlreiche Wunder von Ruhen Grohr gesehen. Aber seht es doch einmal so. Ihr werdet auch anerkennen, dass die Zwillinge nicht aus demselben Götterkreis stammen wie ihre 12 Geschwister, nicht wahr? Nun, sie haben die Welt erschaffen. Nun, selbstverständlich. Und mit ihnen. Jedenfalls sind nicht dieselben Götter, wie es die 12 Geschwister sind. Und entsprechend sind ihnen auch die Dämonen nicht. Sind sie den Dämonen nicht so sehr feind? Sie sind nicht ihr direkter Gegensatz, ihr versteht? Natürlich. Sie jagen die Ungeschaffenen, so auch wir in ihrem Namen. Natürlich ja, aber es gibt keinen Gegendämon zu Ruhr und es gibt keinen Gegendämon zu Gor. Das versteht ihr. Nun, weil sie größer als Bruder, Schwester Praios sind. Ganz genau, deswegen haben sie vielleicht bevorzugt dieses Ritual vielleicht einen Priester der Zwölfe, weil sie den Dämonen, ihren Domänen näher sind. Das ergibt sich. Ich möchte Sulaimin auf den Fuß treten, übrigens. Nun gut. Lasst uns wieder über Vianda nachdenken. Ich hatte gehofft, dass wir etwas tun könnten, wenn sie uns hier rausholen und alle gemeinsam zum Ritualplatz bringen. Aber wenn sie Avianda schon geholt haben, dann steht zu befürchten, dass sie uns einzeln holen. Habe ich meine Waffe überhaupt noch? Deine Waffe liegt wohl immer noch in dem Boden. Die wurde nicht weiter mit transportiert, nein. Okay. Liegen dann unsere noch in der Nierenkammer oder haben wir die fest? Wir waren sie nicht bewusstlos geworden. Wir haben die festgehalten. Ja, wenn ihr sie festhalten konntet, dann auf alle Fälle. Aber mir fehlen seine Waffen natürlich auch, wenn er ohnmächtig wurde. Ach, vielen Dank. Ja, bring nächstes Mal daran, selbst einen mitzunehmen. Wozu bezahlen wir den Mann überhaupt? Nun, normalerweise kann man unter Wasser keinen Heiltrank trinken. Nur weil ihr euch anstellt, wenn ihr ein bisschen Salzwasser in den Mund bekommt. Nun, er würde verwirrt. Nicht der Zeitpunkt. Also, da hinten ist eine leere Kammer. Jemand Ideen, wie wir hier rauskommen? Ihr seid der Archenkapitän? Für jede Idee offen. Na gut, nicht für jede. Wir fangen mal an mit dem Schwertknauf die Wände abzuklopfen. In der Hoffnung, eine Tür. Eine Stelle zu finden, die dünner ist als die anderen, wenn man da dann vermutlich die Tür ein- und ausformt und da ein bisschen Holz spart. Ja, wir haben eine Sinnschärfeprobe. Oh boy. Sinnschärfe ist ein körperliches Talent. Tasten wäre auch möglich. Ich denke, ich möchte das shippen. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Ja. Cool. Keine Ahnung. Es gibt keine Tür. Wir haben die Zelle solide rausgefunden, das muss man ihnen lassen. Gibt es Adern hier drin? Überall, ja. Also Rafim hat seine Waffe momentan nicht mehr, oder? Nein. Dann zieht Sulaimin einen von ihren Säbeln, sieht ihn fragend an. Willst du damit was anfangen, oder ist das zu winzig? Nein, ist in eurer Hand besser aufgehoben. Dann werde ich ihn Abel mir geben. Von dem weiß ich, dass er mit Säbeln umgehen kann. Ja, vielen Dank, aber ich fürchte, einer Zelle bringt mir dieser Säbel nicht viel. Aber trotzdem vielen Dank. Oh, ich habe nicht vor, in dieser Zelle zu bleiben. Ich habe auch noch den hier und zeige den Langdolch, der mir vorhin gegeben wurde. Ich kann damit eigentlich auch nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht besser nutzen könnt, Rafim. Nein. Okay. Der ist ja noch ein günstiger. Angebot. Ich werde euch gar nicht erst noch mit einem Kurzschwert beleidigen. Und wir könnten versuchen, die Adern zu manipulieren. Vielleicht hilft uns das. Ja, das hat wohl gar nichts gebracht. Also ich habe so viele Adern durchgeschnitten, das glaubt ihr gar nicht.
Hat jemand Bandstoff? Natürlich nicht. Überraschenderweise nein. Ich würde mir jedenfalls jetzt mal die Wände und Fußbodendecken, ich weiß nicht, wie hoch die Zelle ist, angucken. Ob ich irgendwelche. Ich war ja schon mal in der Arche, ob ich da irgendwelche Schwachstellen, Durchgänge etc. erkennen kann. Ja, Sinneschärfe. Tasten, würde ich sagen. Macht mehr Sinn als hören. Ja, währenddessen hat sich Diamantis an die Wand gelehnt, eine durchnässte Zigarre zwischen den Zähnen gepackt und ist gerade dabei, seine wasserdichte Zunderdose aufzumachen. Scheint aber dann zu merken, dass die wasserdichte Zunderdose und der Wassertiefe auch nicht gehalten hat, was sie verspricht. So wird die mit einem Wurf durch den halben Raum geworfen und wir versuchen zu dem Raskan angesucht. Hey, habt ihr Zunder? Ich klopf mal kurz. Und klopfen sich nach und nach ab. Du kannst dann Mujiajian erkennen, der stumme Bohrteiler, den ihr auch schon einmal kurz kennengelernt hattet, der dir dann einen Zunder gibt. Hier scheint es eine Art Tür zu geben, aber ich fürchte, dahinter ist viel Wasser. Nun, wir haben alle noch eine Flasche Purpurwasser. Ich blicke mal kurz zu Zulamin herüber. Ihr habt diesen Verformungszauber noch? Zulamin tastet nach ihren Kieferknochen und fühlt da die Kiemen. Offenbar ja. Und dann könnt ihr drei eure Rationen ja an die Maraskana abtreten. Zulamin nickt. Dann sollten wir, hoffentlich mit ein wenig Gewalt in der Lage sein, das da durchzuschneiden. Aber ihr habt ja einen Zauber vielleicht. Nein, ich habe fast keine Astralkraft mehr. Ich könnte vielleicht etwas probieren. Ich habe keine Ahnung von diesem dämonischen Werk hier um uns herum, aber ich würde es zumindest an der Stelle, die du probiert gefunden hast, aber mir ausprobieren. Und Saphira würde an die Stelle gehen, ihre Hand auf das Unholz legen, sich konzentrieren und versuchen, die Kräfte der Erde in die Stelle Unholz fließen zu lassen, um dann diese Art Tür anzuheben. Ja, während du die Hand anlegst, könnt ihr allesamt spüren, wie ein Beben durch die Arche geht. Wir bewegen uns. Ja, das ist schlecht für uns, nehme ich an. Könnte uns dorthin bringen, wo wir hin müssen, aber ja, prinzipiell ist es schlecht. Andererseits ist es auch gut, da die Arche ihre mittlerweile begrenzten Kräfte dafür aufwendet, anstatt unsere Flucht aufzuhalten. Und sehen, wie Zulamin gräulich verblasst und sich in einem Nebel auflöst. Auch das ist schlecht für uns, nehme ich an. Welche Hexerei geht hier nun vor sich? Ein weiteres Grummeln, das durch die Arche geht und dann verschwindet doch Yalan. Ja, ich würde auf Diamantis zugehen, ihm mal die Hand auf die Schulter legen. Bruder, es war mir eine Ehre. Scheiße, nein, so kann das doch nicht enden. Wo sind sie hin? Ihm verschwindet. Ja, Diamantis fest zu der verschwindenden Halt von Rafim auf seiner Schulter, schaut ihm entsetzt in die Augen, während er verblasst. Ihr blickt euch weiter um, Panik, die in euren Augen aufwallt, seid ihr jetzt alleine. Ihr blickt zu den Maraskanern rüber und könnt auch sehen, wie Kotnasan verschwindet. Was geht hier vor? Dreierum wird die Welt um euch grau und ihr verliert euch in dem Traum einer Riesin. Das Bild verschwimmt vor euch, vor euren Augen. Ihr könnt Perlen erkennen, Tränen, riesig groß wie ein Kopf. Ihr könnt Biaga erkennen, Neckar, Gefährten, die in eurem Leben eine Rolle gespielt haben, dann wieder verschwinden. Eine Flut von Eindrücken, die um euch herum strömt, vielfältig und bunter, Farben, die es nicht gibt. Und dann verschwinden die Bilder und ihr steht allesamt in dem Traum von Chalvin. Zulamin,
Du kannst vor dir erkennen, wie ein Hügel sich schroff erhebt, die Spitze wohl ziemlich weit nach oben ragt, ein Sockel, der von der Sonne durchflutet wird, einen großen Schatten wirft, und du siehst, wie wohl in den Fels eine Ebene hineingeschlagen worden ist, eine steinerne Flanke, die begradigt wurde. Das sieht aus wie ein Thron, wie ein Sessel. Der Thron für eine Riesen oder gar eine Gigantin. Es gibt hier keine bunten Fischschwärme, die um dich herum tanzen. Wieder einmal stehst du dort, wie du es in den anderen Visionen bereits erblickt hattest. Um dich herum leben große Sumurra, die ihrem Tagwerk nachgehen, Tonarbeiten machen oder miteinander Handel treiben, Früchte, die miteinander dann gebraten werden. Du blickst dich um und alles um dich herum ist von Leben gezeichnet. Der Berg und die Flanke sinkt, würdest du sagen. Der Wind, der drum heult. Ulamin wirft kurz einen Blick über die Schulter, aber die anderen sieht sie wohl nicht. Und dann geht sie auf den Berg zu, grüßt mit einer Geste die Sumurra, die dort ihrem Tagewerk nachgehen, so als wäre es völlig normal, dass sie hier ist und zum Thron hinaufgeht. Es dauert einige Zeit. Du gehst in dem Traum und nach einiger Zeit kommst du an. Neben dir ein großer Brajan-Tempel und Hesinde, zumindest wird sich hier wohl anders genannt, du hattest den Namen schon einmal gehört. Und während du auf ihn zugehst, kannst du wieder diese Gestalt, diese Umrisse erkennen. Vielleicht ist es nur der Wind, aber es könnte der Umriss einer Riesin sein. Eine Frau mit gewaltigen, langen Haaren, die herunterhängen und dich gütig betrachtet. Ulamin hat gerade noch versucht, sich zu orientieren, ob das die Tempel sind, die sie in Trümmern gesehen hat, und hat versucht, sich einzuprägen, wie sie einmal gewesen sind. Aber wenn dann die Konturen der Riesen langsam sich aus dem Nebel schälen und vor allem ihr Blick auf sie fällt, schaut sie staunend zu ihr empor. Alvan? Tochter Sumus! Sie nickt. Du hörst den Wind, wie er mit ihr flüstert und wie sie mit Donnerstimme spricht. Sulamin. Ist das wirklich? Wir waren im Bauch einer Arche. Bin ich wieder hier? Du bist hier und dort. Gleichzeitig verschoben. Der König, fürchte dich nicht. Der König von Vajat sprach zu uns. Er behauptete, er hätte sein Ziel erreicht und dir die Informationen entrissen, die er begehrt. Spricht er wahr? Du siehst, wie ihre Haare aufwallen. Kurz siehst du wieder doch dann Fischschwärme um sie herum blitzen und sie scheint zu nicken. Es ist wahr. Ich bin wach. Das Opfer von Avianda hat mich geweckt. Avianda ist tot? Aber ihr seid wach und ihr seid nicht wahnsinnig, wie man uns gesagt hat. Doch leide ich. Das Seelenfeuer eines Drachen brennt heiß. Habt keine Angst. Ich wusste um meinen Tod, wie ich auch um euren wusste. Unseren Tod? Liegt er in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Zeit spielt keine Rolle für mich. Von eurer Position aus betrachtet liegt er in der Zukunft. Und ich habe ihn gesehen. Habt keine Angst, er ist nicht jetzt. Du spürst, wie der Wind um dich herum weht, eine warme, berührende Empfindung, die deine Seele streichelt, nicht nur deinen Kopf oder deine Lider, deine Augen, sondern alles in dir herum wird durch diesen Wind gestreichelt. Ich fürchte nicht den Tod. Ich fürchte, umsonst zu sterben. Wenn also Mörder sein Ziel schon erreicht hat, gibt es da noch etwas, was wir tun können?
Oder ist das Beste, worauf wir hoffen können, zu entkommen? Eure Reise hat gerade erst begonnen. Mordor besiegte mich einst, im 9. Zeitalter. Wie auch ich ihn besiegte. Zeitalter vergehen. Rache bleibt. Eure Reise hat begonnen, wie auch Mordas begonnen hat. Sie wissen sagte, jetzt, ich. Er sagte etwas von einer Flut, die Aventurien verschlingen würde. Und dass ihr diese Flut auslösen würdet? Aber warum solltet ihr so etwas tun? Die Flut wird kommen. Das Jahr der Fluten. Sie nickt traurig. Es ist wahr. Aber ihr könnt sie weiter aufhalten. Und ihr werdet es tun. Sie wissen, wo Bahamut liegt. Und sie wissen, wie man ihn erweckt. Euch obliegt es, ihn aufzuhalten. Mordor und Palygan. Eure Reise hat erst begonnen. Dann sagt mir, wie wir ihn finden können und wie wir verhindern können, dass er aufersteht. Sie scheint wieder zu nicken, ihre Haare, die in der Luft, im Wasser herumwehen, und dann verblasst sie wieder. Du hattest kurz das Gefühl, dass sie wohl noch etwas sagen wollte. Aber dann ist sie verschwunden. Sulamin sieht sich alarmiert um, ob dieses Verschwinden einen Angriff oder so etwas zur Ursache hat? Du spürst weit entfernt noch ein Zittern, was durch dich und deinen Körper geht, ein Grollen. Und dann tauchst du wieder in der Zelle auf.